Die Let's Play zocken Spin Tires. Herzlich willkommen heißen euch der liebe DOW. Wir saufen immer noch ab. Und der El Duvel. Hallo. Und beim Rückwärtsfahren in der letzten Folge ist uns ein, oder mir besser gesagt, ein dummes Malheur passiert. Ich bin rückwärts gefahren ins Wasser und habe die Furt verlassen. Jetzt haben wir ein kleines Problem, weil ich müsste eigentlich nach vorne raus langieren, was nicht geht, weil mir ja der DOW im Weg steht. Und ich kann tatsächlich nicht zurückfahren, auch wenn ich das möchte. Nein, um Gottes Willen, keinen Zentimeter. Das heißt, wir versuchen jetzt, der DOW repariert mich, dass ich ein Stück rückwärts fahren kann im Wasser und einfach wenden kann. Das und reparieren. Ihr seht ja, ich habe diesen tollen Metzger-Anhänger. Und kann dadurch dann hier das Reparatur-Tool nutzen. Wähle ihn, er hat 338 Schaden. Behoben. Aha, sehr schön. Und mit meinen frisch errungenen, mit meinem schadensfreien Panzer fahre ich sofort rückwärts ins Wasser, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Schlage in die andere Richtung ein. Das sieht sehr beängstigend aus, was du da machst von mir aus. Ja, das ist halt U-Boot-spielmäßig, ne? Aber ich bewege mich auch überhaupt gar keinen Millimeter an dir vorbei, ne? Nee. Ein Stück. Aber das werden wir jetzt mal schauen, was passiert. Dann schiebst einfach. Ich bin dein. Also ich bin der Fels in der Brandung. Ja, das funktioniert. Weil jetzt komme ich nicht mehr voran. Na komm, Dicker. Gegenlenken und rückwärts, vielleicht? Ja, ja, ja. Das werde ich anrufen. Ah, das ist ja super. Moment. Ja, hier, fürchterlich, diese Spielunterbrechungen. Aber ihr könnt mir zugucken, wie ich versuche, an dem lieben DOW vorbeizukommen. Ah, ich könnte ja auch mal meinen Allrad einschalten, ne? Dummkopf. Eieieiei. Guckt mal, wie easy fluffig das geht mit Allrad. Mensch, vorwärts, rückwärts, überhaupt gar kein Problem. Oh, ärgerlich. Mann. Zieh ich ihn jetzt wahrscheinlich auch durch die Pampa. Eieieiei. Hoffentlich kann er jetzt kichern, während er das hört und telefoniert. Naja, mit Allrad geht's wie von selber, ne? Aber gut. Jetzt bringe ich mich derweil in Position. Was gut funktioniert. Mit Allrad. Haha. Und wenn ich dann hier in Position bin, gehe ich in den fortgeschrittenen Modus, lege die Winde an, hoffe darauf, dass DOW es annimmt. Aber ich fürchte mal, er hat. So, ich bin zurück. Das war meine Arbeit. Das geht in Ordnung. Richtig. Würdest du mein Windenangebot annehmen? Ja. Gut. Du hast dich befreit. Richtig. Ich habe einen ganz dummen Fehler gemacht. Ich habe den Allrad nicht eingeschalten. Gehabt. Normalerweise müsste ich dich jetzt da locker fluffig durchziehen können durch die Brühe. Wenn du ein bisschen mithilfst, natürlich. Ja, ich gebe Gas und ziehe an der Winde. Okay. Also vorwärts ist es auf jeden Fall einfacher, weil vorwärts sehe ich auch, wo ich hinfahre. Okay, ich nehme dich nicht mit, aber zumindest es ist doch kannst du dich ran. Ausgeschaltet, oder? Ja, so gehst du mich gar nicht mehr vorwärts, okay. Was für eine tolle Idee, hä? Wir parken ein bisschen Sprit. Ja, ganz toll. Ich bin begeistert. Beim nächsten Mal laden wir einfach auf die dicken Dinge einen Tankblock auf und fahren so hin. Richtig, das ist vielleicht sogar klüger gewesen. Wäre es gewesen. Halt, jetzt ziehe ich dich tatsächlich ein bisschen mit, hä? Kann es sein? Ja. Land in Sicht. Aber die letzten Meter schaffen wir dann doch nicht. Ja, aber nicht fährst du wieder einen Schritt vor. Abgehangen. Ja. Und ich hänge mich wieder an. Richtig. Dann bin ich ja schon fast am Festland. Stopp, ne? Genau. So. Windenangebot aber natürlich. Und vorwärts. Endspurt, Digger. Ich meine dein LKW. Mit deinem Hänger. Das ist schon klar. Also das erste Rad ist schon an Land. Aber ich glaube, an Land ist die Traktion auch nicht besser. Ich muss wieder stoppen, weil sonst fahre ich auf dich drauf. Gut, gleich ein Stück. Und stopp. Gut, ja. Windenangebot. Und, na komm. Er ist einfach zu schwer, ich krieg den nicht weggezogen, ne? Jetzt keine Chance. Komm ich. Ja, jetzt haben wir es, das sieht doch gut aus. Ja, ich zieh dich gleich noch ein bisschen mit hoch, wa? Wunderbar. Hier die Straße entlang. Schaut gut aus. Stop. Ich weiß aber jetzt leider nicht, wo wir hin müssen. Das ist noch ein kleines Problem. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich fahre mal ein Stück und dann werde ich mal auf die Karte gucken. Aber eigentlich ist das schon wieder der Holzweg, oder? Ja.
Das wäre jetzt der Weg, den wir fahren müssen, wenn wir unser Holz abliefern. Ah ja. Möchten wir dann hier den Tanker auch abstellen? Könnten wir eigentlich machen, ne? Weil bis dahin müssten wir eigentlich dann kommen, relativ sicher. Denke ich auch. Also wenn man hier... Wenn man hier parken... Am Straßenrand, da wo es... Da vorne wird es noch ein bisschen breiter, oder? Genau, da vorne wird es noch ein bisschen breiter. An die Nische und dann wird das schon. Genau. Und dann... Was mache ich dann? Bleibe ich dann in dem hier? Oder... Wäre sinnvoll, weil wir müssten noch die Verdeckungen aufheben, dass man dann mal die Map ganz sieht. Ja, das... Alleine ist es aber relativ langweilig. Ich bin jetzt halt da hinten. Jo, du bist jetzt halt da hinten, ne? Deckung. Na gut, da könnte ich ja hinwechseln mit meinem C255. Oder so, weil du kannst du den abhängen. Das oder... Den ja. Nehmen, da habe ich jetzt einen Werkstattaufbau hinten dran. Werkstattaufbau, wir könnten beide diesen C nehmen und versuchen, Werkstatt ausfindig zu machen. Ja, wir werden aber halt nicht durchkommen mit dem C, das kannst du vergessen. Ne? Ich fahre jetzt hier schon mal ein bisschen und es ist mehr Qual wie Fan. Ne? Ja. Wir müssen halt mit diesem C-Ding zweimal hin, weil die Werkstatt braucht 4 Punkte und das Ding kann nur 2 laden. Ja, gibt's denn eine Werkstatt auf dieser Karte? Ich finde es komisch, wenn nicht. Aber ich habe keinen Werkstattaufbau, das ist einfach nur Ladefläche. Ach so. Okay. Da kann man den Plan vergessen. Gut. Ja, da würde ich sagen, heben wir jetzt erstmal hier die Verdeckung auf, dass man mal ein bisschen was sieht. Jo, ich folge dir. Weil jetzt bin ich hier mit meinem C relativ aufgeschmissen, sag ich mal. Ne? Kann ich dich ausziehen? Du kannst mich ausziehen, genau. Wollte ich dir einfach jetzt mal zu dieser Verdeckung hin. Unmöglichste Art und Weise umdrehen. Ne? Am umständlichsten, wie es nur geht, aber. Ah. Ich fahr's mal hier ins Gebüsch. Ich folge, du fährst übrigens durch meinen Hänger, aber das weißt du nicht. Richtig, heute sehe ich nicht. Vom durch, drüber, umgemanscht, egal. Es ist also die Frage. Mit der reinen Ladefläche geht's, komme ich hinterher. Möchten wir jetzt rechts herum, also geradeaus am Ding vorbei am Jägerstand, oder links herum versuchen, uns zu nähern? Weiß ich nicht. Du fährst voran. Das ist das Problem. Ich will es am Blick. Links herum schaut es zwar schwer aus, aber da kommen wir näher hin, glaube ich. Ich hoffe, du kommst durch. Weil hier ist es schon sehr schwer. Nein. Nein. Best gefahren. Dann häng dich mal an. Aber komplett. Passt? Jawohl. Gut. Ja, für dich ist es kein Problem, mich da rauszuziehen. Ich sehe schon. Jetzt häng ich auch fest. Naja, wird schon. Kommt schon. Dauert ein bisschen länger, aber geht. Das ist wirklich eine gute Idee, dass ich dir mit dem Ding hinterher tüdel. Ich weiß es nicht. Ich vermute eigentlich eher nein. Eigentlich eher nein. Dann machen wir es anders. Dann holst du dir noch schnell die Verdeckung und ich wechsle okay. Runter wieder in die Werkstatt. Da müsste eigentlich noch ein Typ D rumstehen in der Werkstatt, ne? Genau. Und die Verdeckung, die ist gleich hier. Ich sehe sie. Also gleich ums Eck. Das habe ich auch sofort. Und dann machst du das und dann wechselst du auch einfach runter zur Werkstatt und dann können wir uns von da aus wieder auf den Weg machen. Na komm, blink. Ich glaube, Codewort Blutschlag. Ah. Mindest. Fährt hier ein großer weißer LKW vorbei. Halten wir uns mal bereit. So, ich habe jetzt die Abdeckung aufgehoben. Jetzt ist die Frage, ich könnte doch mit dem C einfach entgegenkommen oder mich mit dem C zurück zur Werkstatt porten, weil... Ja, das wäre ja noch einfacher. Die Möglichkeit haben wir ja hier im Ding-Modus. Richtig, genau. Dann machen wir das doch so. Dann tu dich zurückporten. Dann tue ich hier aber schon mal vorsorglich ein Werkstattgerät drauf. Weil... Sollten wir die finden? Ah.
Können wir die gleich freischalten. Die heutige Session ist geprägt von Unterbrechungen aus dem Real Life. Es tut uns leid hiermit an dieser Stelle, aber es ist nun mal so. So. Da würde ich behaupten, können wir uns mal hier um diese Abdeckungen kümmern, wenn die wieder da ist. Und ja. Werden das dann mal in Angriff nehmen. Ich würde sagen, wir unterbrechen die Aufnahme kurz, wa? Gut, dann sehen wir uns nach der Pause also gleich. Ja, wir sehen. Genau, wir sehen. So, da sind wir wieder an einer anderen Stelle, aber auf derselben Karte. Ah, wir sind gar nicht an einer anderen Stelle. Wir haben hier auch die Aufnahme, also ich habe die Aufnahme hier zumindest aufgehört. Jo, und wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir jetzt noch die drei übrig gebliebenen Verdeckungen auflösen. Hier seht ihr sie und hier oben die beiden. Da machen wir uns jetzt auf den Weg. Und vorsichtshalber haben wir mal unseren Werkstattwagen mit dabei. Weil man weiß ja nie, was man vielleicht auf dem Weg noch finden könnte. So, ich habe jetzt vor, diesen Weg hier zu fahren, hier durch die Füße durch und dann hier runter. Schauen, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich bin hinter dir. Gut. Ich schwieße vorne. Ja, du willst unbedingt durch das tiefe Wasser fahren. Fahr voraus. Naja, gut, solange du nicht durch die Mitte fährst, wird es wahrscheinlich gehen. Ja, ich will eigentlich nach rechts, aber mein Wendekreis lässt das so nicht zu. Ah, geht. Gut. Alles scheppert und kracht. Was ist krachen? Ich bin hinter dir. Ich weiß bloß nicht, wo du hin willst. Du wirst dem Weg folgen. Dem Weg folgen, genau. Ja. Ach ja, ich erinnere mich an diese Huckelpiste, wenn man die mit dem Jeep fährt, ist das witzig. Oh ja. Aber das ist auch witzig, wenn schon der Dicke, den wir jetzt haben, wenn der schon immer einen oder zwei Schaden hat, wenn er hier entlang rumpelt, ne? Kann man sich ja vorstellen, was mit dem Jeep passiert. Der hupft auf alle vier Reifen umher, ne? Wie wenn er mit Helium fahren müsste. Genau, oder wie wenn er wohin müsste. Ach, was für eine schöne Sanddüne. Man sieht doch hier, wie die Reifen arbeiten, völlig deutlich. Was ich sehr schade finde, deine Reifen sind bei mir komplett sauber, ne? Also bei mir sind sie schlammverkrustet und es fliegt Schlamm umher und bei dir sind sie halt einfach picobello sauber. Schade. Hier das Holzlager oder was Artiges hinten. Oh, was ist denn das? Aber es liegt ein bisschen tiefer und es ist ein See dazwischen. Ja. Kurz mal auf die Map wechseln. Ja. Na, weiter, immer weiter. Ja, doch, Holzbrücke. Sind wir schon richtig. Ne, Holz. Oh Gott. Ja, geht. Biegt sich hier ein bisschen, scheppert ein wenig, geht schon. Aber das ist cool, die biegen sich richtig tatsächlich durch. Ich werde euch das mal schnell zeigen. Ich fahre jetzt hier mal auf diese Brücke drauf. Ein bisschen. Ja, ich fahr mal weiter. Ja, was sich biegt, ist halt. Schlagloch! Um Gottes Willen. Bin hinter dir. Mehr oder weniger. Vorsicht, ganz tiefe Pfütze, glaube ich, war hier. Die nur flach ausschaut, kann ich aber täuschen. Nennt sich Pazifik. Pfütze. Pfütze, um Gottes Willen. Naja. Runter, rauf, schon. Runter, rauf, rüber, hin, her. Ja, noch null Schaden, erstaunlicherweise. Eins von 800 habe ich. Einen Schaden von 800. Du musst überleben. Bild lang. Aha. Rumpel. Schepper, ich bin hinter dir. Wunderbar. Ich weiß zwar nicht, wo du hin willst, aber ich bin hinter dir. Ich folge die geraden Linie zum Dingpunkt, zum. Was weißt schon, zur Verdeckung. Da geht's bergab. Ah, okay. Nicht ganz die gerade Linie, glaube ich, weil sonst. Haben wir es fest. Ist das eine Pfütze? Oder ist das... Ja, ist eine Pfütze. Na, das geht ja noch. Das geht ja noch. Ich glaube, die Gegend kenne ich noch aus dem Trailer. Ja, nachhaltig Eindruck hinterlassen, ja? Ja, ein bisschen. Du musst unbedingt, wenn wir hier diese Strecke fahren, musst du unbedingt mein Video nehmen, wie ich
dich so verfolge. Ne? Das sieht so super aus, wenn du plötzlich vor mir verschwindest, weil du halt in einem Loch, in einem 3 Meter Schlagloch landest. Ne? So. Ich finde, die sollten tatsächlich eine Innenkamera anbieten. Ja, das wäre doch echt cool. So mit, also ein bisschen ein Armaturenbrett. Richtig. Muss ja nicht ganz Spiegel. Sein, Spiegel wären toll, wenn man wirklich auch in die Spiegel was sehen könnte. Ach, jetzt ist einer Baum festgehängt jetzt hier was. Kann ich dich winden? Kann ich dir helfen? Müssen wir noch gehen? Vielleicht schieben, aber schauen wir mal, das müsste eigentlich gehen. Ja, ich kann die Verdeckung sehen. Genau, und da legen wir uns hin. Haha. Unaufhaltsam. Dotz! Dotz! Vorsichtig, geht steil runter. Ja, ich schieb dich gleich an. Komm wieder auf, bitte mal wieder raus. Anschieben, nicht anschieben, nicht anschieben. Ja, ich hab das nicht richtig unter Kontrolle. Kommen wir da auch jemals wieder raus? Keine Ahnung. Das finden wir dann gleich raus. Ich kann jetzt die Kamera nicht drehen, wie ich will. Das ist Eier. So. Ich muss dich anhängen, hä? Genau. Da zieht sich nichts, ne? Überhaupt nichts. Soll ich mal schieben? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir sicher. Naja, da schiebst du mich halt herum. Das ist. Naja, ich riskiere mal es kippen einfach nicht. Warte doch mal, ich. Oh. Ahem. Ich dachte, du meinst mich. Jetzt bewegt sich was. Jetzt bewegt sich tatsächlich was. Ich könnte dich an der vorderen Schnauze anhängen und ein bisschen rüberziehen. Genau. Oder so. Schau mal, das müsste gerade funktioniert haben. Ah, wird schon, oder auch nicht. Also wenn du jetzt die Winde annimmst, kann ich dich anziehen. Dann nehme ich mal deine an. Wow! Was war das jetzt? Wir haben eine Art Bug ausgelöst, glaube ich. Ja, und ich habe 2 Dings bekommen. 2 Achievements. Aber wir haben den Videobeweis. Also Achievements habe ich keine. Aber ich fahre verrückt von der Runde. Stunt Driver und 500 Schaden auf einmal bekommen. Ah ja. Ja, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Und ich kann mich nicht... Nein, nicht kippen. Nein. Mein Fahrzeug ist übrigens kaputt. Nur so nebenbei. Ja. Und bei mir ist der Motor abgewürgt. Okay. Kann dich reparieren? Gut. Dann kann ich auch wieder rückwärts fahren und kann dich. Haben wir die Verdeckung eigentlich schon? Nee, gell? Nein. Okay. Ich versuch's mal mit zurücksetzen. Handbremse ab. Gut. Da war wohl. Ah, ich bin jetzt natürlich auf genau der falschen Seite vom Baum. Ich probier's mal. Ich versuche mal, dich anzuhängen. Mhm. Und zwar müsste ich dich hier vorne anhängen. So nehme er an. Und dann drücke ich mal F. In der Hoffnung, dass ich dich. Startet. Dass ich dich rumziehe, ne? Um den Baum herum. Also. Ich hab genau mal Hinterreifen drin. Ja. Und jetzt haut's mich gleich. So, machen wir kurz nichts. Ich hänge mich mal schnell wieder ab. Ja. Und versuche mich hinten nach oben zu ziehen. Und dann kriege ich mich vielleicht los. Ich nehme noch mal ein bisschen Abstand, dann kann ich dich ein bisschen besser ziehen. Falls notwendig. Ah, da hängst du echt fest drin. Also ich. Da zieht sich nichts. Ich probier's nochmal vorne rum. Also du musst natürlich annehmen. Und na komm. Du musst dich bloß um den ollen Baum rumziehen, ne? Der zwischen meinen Reifen hängt, wie ihr hier sehen könnt. Richtig, der ist ein bisschen. Da hilft doch kein Gas geben, nix, weil. Kann doch nur helfen. Nee, und ich kann. Das Einzige, was ich machen kann, ist immer mal wieder ein bisschen Gas geben, aber ich fürchte mal, du steckst hier fest. Ja, dann ist das für diesen Kern quasi. Na, dann hol du mal die Markierung und ich komme in der Zeit wieder nachgefahren, würde ich sagen. Ja, du kannst dich ja. Du kannst dich ja teleporten. In dem Fall tatsächlich, weil. Dann komme ich einfach wieder zurück. So, du bist auf dich allein gestellt. Ja, ich bin auf mich alleine gestellt. Vielleicht ist ja die Kamera bei mir, wer weiß, das entscheidet immer die Post-Production. Also ich habe hier eine Menge Spaß, muss ich schon wirklich sagen. Mir gefällt dieses Spielprinzip sehr, sehr, sehr gut. Es ist wirklich... Aber vor allem ist es ja auch mal tatsächlich ein echtes Koop. Also man kann schon alleine, aber es ist halt... wahnsinnig schwer und eigentlich auch langweilig. Richtig, alleine ist es tatsächlich sehr langweilig.
Mir gefällt es alleine gar nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich spiele es nur, wenn wir zu zweit zocken, weil alleine für mich einfach der Reiz fehlt. Das Einzige, was ich jetzt mal gemacht habe, ist auf der ersten Map noch ein bisschen mit dem Karan rumhantiert. Ja, zum Ausprobieren und so, ne? Aber das ist aber nicht gut. Wir haben ja auch schon mal festgestellt, dass man Holz laden kann. Damit manuell und so weiter. Das hätte ich nochmal gerne vorführen bei Gelegenheit, wenn es sich mal anbietet. Richtig. So, wir haben die Verdeckung entfernt und wunderbar. Mit unserer kleinen Pause und unserem kleinen Rückspringer müssten wir diese Folge eigentlich soweit beendet haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, ich würde sogar sagen, dass wir uns wieder vereinen und zusammen dann wieder losstarten. Ne? Alles klar, dann herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, sagt ciao, ciao, der Dübel und der DOW. Wir sehen. Ciao, ciao.